بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم بارك لنا شعبان وبلغنا رمضان ثم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine lieben Geschwister, wir wollen heute insha'Allah ta'ala unsere schöne Reihe fortführen über die Suren des Koran. Heute mit einigen Einblicken in die Sura Nummer 90, Sura Al-Balad, die Ortschaft. Und wir werden die Sura jetzt nicht mehr ganz vorlesen, weil sie schon etwas länger ist, sondern werden insha'Allah ta'ala versuchen, parallel dann insha'Allah ta'ala auf die einzelnen Stellen einzugehen. Interessant ist bei Surat Al-Balad, dass Surat Al-Balad von der Thematik her eng verbunden ist mit der letzten Sura, die wir behandelt haben. Welche Sura haben wir denn letzte Woche? War das letzte Woche gewesen? Ja, letzte Woche behandelt. Ash-Shams. Und was war denn das Hauptthema bei Surat Ash-Shams gewesen? Worum geht es bei Surat Ash-Shams? Was war der Dreh- und Angelpunkt dieser Sura gewesen? Die Seele, ja, aber konkret was? Um was ging es bei Surat Ash-Shams? Die guten und schlechten Seiten der Seele. Genau, sehr schön, mashallah. Die guten und schlechten Seiten der Seele. Diese Gegenüberstellung dieser beiden Wege, welche der Mensch gehen kann, mit dem anschließenden Beispiel von welchem Volk? Dem Volk? Ja, wer erinnert sich? Schon wieder alles vergessen? Dem Volk der Thamud, wie sie die Kamelstute geschlachtet haben, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala ihnen das verboten hat, ganz eindeutig. Und wie dann Allah subhanahu wa ta'ala dieses Volk, welches alle Grenzen überschritten hat, obwohl es ganz klar die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala erkannt hat, vernichtet hat. Und zwar vollständig vernichtet hat. Mit einem einzigen Schrei. Und Surat Al-Balad ist von der Thematik her sehr, sehr ähnlich. Es dreht sich ebenfalls um diese beiden Wege, welche Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sura als Hochebenen bezeichnet. Die beiden Hochebenen. Und auch in dieser Sura geht es wieder darum, dass Allah ta'ala den Menschen die Möglichkeit gegeben hat, durch bestimmte Eingebungen und durch die Offenbarung und durch die Möglichkeit nachzudenken, das Gute vom Schlechten zu unterscheiden. Und dann bringt uns Allah subhanahu wa ta'ala wieder Beispiele für den guten Weg, als auch für den schlechten Weg. Also eine ähnliche Thematik, eigentlich dieselbe Thematik, nur dass Allah subhanahu wa ta'ala hier in dieser Sura andere Schwerpunkte legt. In Surat Ash-Shams legt Allah subhanahu wa ta'ala den Schwerpunkt auf die Fitra. Und in dieser Sura, diese natürliche Veranlagung, dass Allah Ta'ala einem jedem Menschen das Gute wie das Schlechte eingegeben hat. Und der Mensch das eigentlich erkennt, was gut ist und was schlecht ist, solange seine Fitra noch in Ordnung ist. Während in dieser Sura Allah Subhanahu wa Ta'ala mehr auf etwas anderes Wert legt oder etwas anderes hervorhebt. Und zwar in dieser Sura hebt Allah subhanahu wa ta'ala den Aspekt der Offenbarung hervor, als auch den Aspekt der Möglichkeit zu reflektieren und anhand der Zeichen, die Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen gegeben hat, auch zu differenzieren zwischen Gut und Böse. Und wir werden uns diese Sura jetzt insha'Allah ta'ala, welche nach den meisten Gelehrten, eigentlich nach allen Gelehrten, es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, aber eigentlich ist es relativ eindeutig, dass diese Sura in Mekka offenbart wurde. Das heißt, es handelt sich hierbei um, zu, kann man fast sagen, 99% der Gelehrten um eine mekkanische Sura, welche Allah subhanahu wa ta'ala in Mekka offenbart hat. Darauf deutet eigentlich schon der Titel der Sura hin. Wie lautet nämlich diese Sura? Al-Balad, die Ortschaft. Und welche Ortschaft ist hiermit gemeint? Was würdet ihr sagen?
مكة. بارك الله فيك. Allah subhanahu wa ta'ala, er geht hier auf die Ortschaft Mekka ein. Und warum, das werden wir gleich sehen, insha'Allah ta'ala, auch wenn Mekka nicht konkret erwähnt wird. Aber jedem ist klar, der hier die Ortschaft hört, dass es hierbei um Mekka gehen muss. Und dementsprechend sind sich alle Gelehrten darüber einig, dass es sich um Mekka handelt. Warum, das werden wir gleich sehen. Allah subhanahu wa ta'ala, er beginnt diese schöne Sura und er leitet sie ein mit einem Schwur. Und hierbei handelt es sich zum ersten Mal, soweit ich mich entsinnen kann, von all den Zonen, die wir bisher gehandelt haben, um einen Schwur, der mit dem Wort La beginnt. Nein. Also wenn ich es wörtlich übersetzen würde, müsste ich sagen, ich schwöre nicht. In der Übersetzung heißt es, nein, ich schwöre bei dieser Ortschaft. Und so sollte es auch richtig übersetzt sein. La uqsimu bihadhal balad. Nein. Und mit nein ist nicht gemeint, dass ich nicht schwöre, sondern mit nein ist hier was gemeint? Dass meine Aufmerksamkeit auf das gelenkt werden soll, was jetzt kommt. Kennt ihr noch eine andere Sura, welche mit solch einem Schwur beginnt? La uqsimu biyawmi al-qiyama. Sura al-qiyama. Nein. Ich schwöre bei dem Tage des Gerichts oder bei dem jüngsten Tag. Es geht also nicht darum, dass Allah Ta'ala sagen möchte, ich schwöre nicht, sondern Allah Ta'ala, er möchte die Aufmerksamkeit der Menschen auf das lenken, was jetzt kommt, nämlich auf einen gewaltigen Schwur. Einen sehr gewaltigen Schwur. Und der größte Beleg, dass hiermit wirklich eine Art Aufmerksamkeit gemeint ist mit dem La, nein, und dass Allah Ta'ala hier nicht sagen möchte, ich schwöre nicht, ist, dass Allah Ta'ala an anderer Stelle bei Mekka schwört. An welcher Stelle nehme ich? Wir hatten diese Stelle schon gehabt. Wo schwört dann Allah Ta'ala noch bei Mekka von den Zonen, die wir bisher behandelt haben? Ja, Wattini wa Zaytun wa Turi Sinin und jetzt? Wa hadha al-balad al-amin. Und bei dieser sicheren Ortschaft. Also Allah Ta'ala, wir haben gesagt, ist eindeutig Mekka. Er schwört hier bei Mekka. Also kann es nicht bedeuten, ich schwöre nicht, sondern es bedeutet hier lediglich, nein. Also gebt Acht auf, was jetzt kommt. Das ist eine, wie gesagt, Art und Weise bei den Arabern gewesen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Nein, ich schwöre bei dieser Ortschaft. فَلَا أُقُسِمُ بِمَا وَاقِعِ النُّجُومِ. Ebenfalls in Surat al-Waqi'a. Ja? Und ich schwöre, nein, ich schwöre bei den Stellen der Sterne. Oder den, wie sagt man, Mawqi'a, sozusagen den Mawqi'a ist Stelle sozusagen, der Ort, wo sich die Sterne befinden. Bimawaqi'i an-Nujum. Wieder, wo Allah Ta'ala hier die Aufmerksamkeit auf etwas Gewaltiges lenken möchte. Und Allah Ta'ala, er möchte also unsere Aufmerksamkeit auf diese Ortschaft lenken. Und deswegen auch diese Ortschaft. Und daraus haben die Gelehrten entnommen, dass es sich um Mekka handeln muss. Weil die Sura in Mekka offenbart wurde. Und Allah subhanahu wa ta'ala hier bei dieser Ortschaft schwört. So, als würde er denjenigen, die in Mekka leben, den Quraysh sagen, ich schwöre bei dieser Ortschaft, die ihr vor Augen habt, in der ihr lebt. Und wenn Allah ta'ala bei Mekka schwört, dann schwört er nicht bei Mekka, weil es einfach nur ein Gebiet ist, irgendwo in der Wüste, auf der arabischen Halbinsel, sondern Allah Ta'ala, er schwört bei Mekka aus einem ganz bestimmten Grund. Aus dem Grund, aus dem Allah Ta'ala auch in Surat At-Tin bei Mekka geschworen hat. Was ist nämlich der eigentliche Grund, warum Allah Ta'ala bei Mekka schwört? Was würdet ihr sagen? Was ist der eigentliche Grund, weshalb Allah Subhanahu wa Ta'ala bei dieser Ortschaft schwört? Wegen den Einwohnern, okay, ja, aber es gibt etwas Höheres als die Einwohner. Einwohner sind Menschen, wie alle anderen Menschen. Wegen der Kaaba, ja, und womit ist die Kaaba verbunden? Das ist das Wichtige. Womit ist die Kaaba verbunden? Hä? Ja, Arsh al-Rahman, und das heißt, an diesem Ort ist im Grunde genommen der Himmel mit der Erde verbunden. Das heißt, es ist der Ort, an dem Allah subhanahu wa ta'ala Offenbarungen herabgesandt hat. Unter anderem
die Offenbarung auch von Ibrahim a.s. Und viele Propheten sind zu diesem Ort gepilgert. Wenn ihr in Mekka seid, dann gibt es dort direkt in Mina, da wo wir die Steine bewerfen, da wo die Jamarat sind, die drei Säulen, gibt es eine Moschee. Wisst ihr, wie diese Moschee heißt? Es ist eine große Moschee, direkt an den Jamarat. Diese Moschee heißt Masjid al-Khayth. Und es wird überliefert, dass in dieser Moschee oder an diesem Ort, damals gab es ja nicht dieses Gebäude, Moschee, aber an diesem Ort über 70 Propheten gebetet haben. Das heißt, Mekka ist nicht nur ein Ort, an dem Ibrahim a.s. und Ismail a.s. gewesen ist und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, sondern viele Propheten sind zu diesem Ort gepilgert, auch wenn das vielleicht nicht überliefert ist. Aber sie sind zu diesem Ort gepilgert. Warum? Weil es der Ort ist, den Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt hat. Wo sich Himmel und Erde treffen. Ein Ort an einer abgelegenen Stelle, wo kein Mensch freiwillig hingehen würde. Biwadin ghayri dhi zar', wie es Allah ta'ala im Koran sagt, zu Ibrahim alayhi salam, an einem Ort, wo es keine Pflanzen gibt, keine Vegetation, überhaupt nichts. An diesem unscheinbaren Ort hat Allah subhanahu wa ta'ala Menschen auserwählt, welche die Offenbarung Allahs entgegengenommen haben. An diesem unscheinbaren Ort soll der Mensch zeigen, dass er bereit ist, sein Leben seinem Schöpfer subhanahu wa ta'ala zu widmen. Dass er nur aus diesem Grund dorthin geht, aus keinem anderen Grund. Ein wunderbarer Ort. Ein heiliger Ort. Und dementsprechend Allah ta'ala erschwört. Und er schwört und er versucht, die Aufmerksamkeit bestimmter Menschen darauf zu lenken. Welche Menschen werden hier denn angesprochen in dieser Sura? Ich meine, wenn Allah ta'ala sagt, nein, dann spricht er jemanden an. Er hat gesagt, soll irgendwie die Aufmerksamkeit von Menschen auf etwas lenken. Wen spricht denn Allah ta'ala mit dieser Sura an? Wer ist denn der Gemeinte hier mit Hasa, dieser Ortschaft? Er muss ja bestimmte Leute ansprechen, sonst macht es ja keinen Sinn. Wir sind nicht in Mekka. Wer sind die Menschen, die Allah ta'ala hier mit ansprechen möchte? Während der Zeit der Offenbarung. Das sind die Quraysh. Allah ta'ala, er will den Quraysh noch einmal klar machen. O Quraysh, ihr seid die Hüter dieser heiligen Städte. O Quraysh, ihr kennt die Geschichte von Ibrahim alayhi salam, von Ismail alayhi salam. Ihr überliefert sie von Generation zu Generation. Ist euch denn nicht klar, was ihr für eine Verantwortung tragt? Wollt ihr nicht nachdenken, dass das, was ihr tut, eindeutig dem widerspricht, was ihr eigentlich behütet und was ihr verwaltet, nämlich das Haus Allahs subhanahu wa ta'ala? La uqsimu bihadha al-balad. Nein, ich schwöre bei dieser Ortschaft. Wacht endlich auf! Allah Ta'ala, er möchte den Menschen mit diesem Schwur aufrütteln. Er möchte ihn aufwecken, damit ihm das noch einmal klar wird. Und wenn Allah Ta'ala in der Zeit der Offenbarung zunächst erst einmal die Quraysh anspricht, bedeutet das nicht, dass wir davon nicht betroffen sind. Sondern Allah Ta'ala, er möchte im Grunde genommen jeden einzelnen Menschen darauf hindeuten. Guck mal, Mekka. Das ist unglaublich, wenn ihr mir überlegt. Wenn die Zahl der Pilger, die Anzahl der Pilger, nicht reglementiert werden würde, das heißt, wenn man jährlich so viele Menschen, wie Menschen wollen, wie sie wollen, so viele Menschen nach Mekka lassen würde, jeder, der will, kann nach Mekka. Was meint ihr, wie viele Pilger hätten wir in Mekka? Was meint ihr, wie viele Pilger hätten wir in Mekka? Ja? Unglaublich viel. Unglaublich viele. Wir würden gar nicht alle in Mekka reinpassen. Würde gar nicht gehen. Ja? Wahrscheinlich ein Land wie Indonesien würde alleine schon den ganzen Haram füllen. Ja, wo 200 Millionen Menschen leben, ja? wenn weiß ich nicht, keine Ahnung, ja? Wenn nur 1% von diesen 1% von diesen 200 Millionen pilgern würden, könnt ihr euch vorstellen. Es muss reglementiert werden. Es geht nicht anders. Und das, subhanallah, obwohl die Muslime sich in solch einer schwachen Lage befinden. Normalerweise, ja, wenn eine Religion
sich in solch einer Lage befinden würde wie unsere Religion momentan, dann dürfte sich eigentlich kein Mensch mehr nach Mekka wenden. Eigentlich, normalerweise müsste das so sein. Ja, wenn man sich unsere Lage anschaut, und wenn man sich anschaut, wie viele Menschen gegen unsere Religion hetzen, dann muss man eigentlich sagen, es ist schon ein Wunder, dass überhaupt noch Menschen nach Mekka pilgern. Es grenzt an ein Wunder. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er hat die Liebe zu diesem Haus einfach in die Herzen der Menschen gelegt. Es ist etwas Göttliches. Bei unserer Situation muss man sagen, es ist etwas Göttliches. Weil wir sind nicht zu beneiden. Wir sind als Muslime momentan nicht zu beneiden. Es spricht eigentlich alles dagegen, Muslim zu sein. Es spricht eigentlich alles dagegen, sich mit dem Islam auseinanderzusetzen. Und trotz alledem ist der Islam die Religion, die momentan am meisten Anhänger gewinnt. Weltweit gesehen. Es ist die Religion, die am meisten Anhänger gewinnt. Und da sehen wir, wäre diese Religion nicht göttlichen Ursprungs, dann hätte sie niemals noch jetzt in solch einer schwierigen Zeit wachsen können. Und deswegen, Allah Ta'ala, er schwört bei diesem Ort, um uns aufzuzeigen, oh ihr Menschen, auch nach den Quraysh, denkt darüber nach. Das ist ein Zeichen dafür, dass es sich hierbei um einen von Gott gesegneten Ort handelt, an dem eine gesegnete Offenbarung herabgekommen ist, welche dem Menschen Segen bringen möchte im Leben. Macht euch darüber Gedanken. Diese Offenbarung ist dazu da, dass ihr sie befolgt. Nicht, dass aus ihr einfach nur irgendwelche Lehren und toten Rituale werden, wie es bei den Quraysh gewesen ist. Ich meine, wie ist es dazu gekommen, dass die Quraysh irgendwann einmal angefangen haben, Götzen anzubeten? Ihr kennt die Geschichte mit Amr ibn Luhay, oder? Habe ich schon mal erzählt, glaube ich, ja, von längerer Zeit. Ja, Amr ibn Luhay, wie es in Bukhari überliefert wird, ist der Erste, der Götzen eingeführt hat in Mekka. Der allererste, der Götzen eingeführt hat in Mekka. Meine Frage, wie ist es möglich gewesen, dass ein Stamm, der Hüter einer heiligen Stätte gewesen ist, welche auf Ibrahim a.s. zurückgeht, wo sie wussten, dass es nur einen einzigen Gott gibt und sie die ganzen Rituale und Riten nur ausgeführt haben, um diesen einen Gott zu ehren, wie konnte es sein, dass ein einziger Mann es geschafft hat, einfach Götzen nach Mekka zu bringen, sodass diese Götzen dort verehrt werden? Wie ist sowas möglich? Das ist nur möglich, weil die Menschen an einen Punkt gelangt sind, dass sie einfach nur noch Rituale ausführen, deren Sinn sie überhaupt nicht mehr verstehen. Sie machen einfach irgendetwas, aber verstehen gar nicht warum. Und dementsprechend, jeder, der ihnen etwas erzählt und der ihnen ein bisschen, weiß ich nicht, das schmackhaft macht, so werden sie ihn sofort befolgen. Und das ist ein Problem, was wir heutzutage auch als Muslime haben. Ja? Wir befolgen teilweise nur noch Rituale und verstehen überhaupt nicht, was wir da eigentlich machen. Und dementsprechend sehen wir Muslime, die zwar fünfmal am Tag beten, die fasten im Ramadan, aber sie halten sich nicht wirklich an die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala. Sie glauben, sie würden etwas Gutes tun, aber ihr Charakter widerspricht eindeutig dem, was eigentlich das Gebet und das Fasten aus ihnen machen sollte. Warum? Weil aus diesen Ritualen, weil diese Rituale im Grunde genommen leblos sind. Und wir nicht verstehen, warum wir das tun. Und dementsprechend, la uqusimu bihadal balad. Guck mal, dieser Schwur, wie viele Weisheiten er beinhaltet. Und jetzt kommt plötzlich ein Satz, bei dem man sich Gedankenstriche denken muss. Der nächste Vers ist ein Vers, der ein Einschub ist, der nicht direkt etwas mit dem Schwur zu tun hat. Wa anta hillun bihadal balad. Wo du in dieser Ortschaft, so hat er das hier übersetzt, deinen Aufenthalt hast. Das ist die Bedeutung, die nach den meisten Mufassirun, den meisten Koran-Exegeten, die angemessenste Bedeutung ist. Hil von Halla, Yahillu. Dass ich sozusagen mich an einem Ort befinde und niederlasse. Das heißt, Allah Ta'ala, er zeigt uns jetzt hier etwas Wichtiges auf. Und zwar, diese Ortschaft ist noch besonderer dadurch geworden, dass du, O Mohammed, als Siegel der Propheten dich an dieser Ortschaft befindest. Weil du nicht nur die Botschaft entgegengenommen hast, O Mohammed, sondern du bist auch derjenige, der die Botschaft verkörpert hat.
So als würde Allah Ta'ala uns durch diese beiden Verse zeigen, wie wir Muslime die Botschaft Allahs richtig zu verstehen haben. Es reicht nicht aus, dass ich sage, ich stütze mich nur auf den Koran. Sondern ich brauche den Koran und ich brauche denjenigen, der den Koran gelebt hat. Denjenigen, der den Koran verkörpert hat. Denjenigen, der den Koran im Grunde genommen vorgelebt hat. Und das ist unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gewesen. Und wir wissen, wie Aisha radiallahu anha unseren Propheten beschrieb, indem sie sagte, kana khuluquhu al-Quran. Sein Charakter ist der Koran gewesen. Kana Quran yamshi al-ard. Er ist ein Koran, der auf der Erde umhergewandelt ist. Ich brauche also beides. Ich brauche sowohl den Koran, die göttliche Offenbarung, als auch denjenigen, der diese göttliche Offenbarung in bester Weise verkörpert hat. Sodass ich ein Beispiel habe. Wir Menschen sind nun mal darauf angewiesen, dass wir Beispiele bekommen. Einfach nur Theorie reicht uns in der Regel nicht aus, auch in der Pädagogik. Wenn wir einen Lehrer haben, ja, der in der Schule erfolgreich sein möchte und die Schüler und Schülerinnen auch wirklich erfolgreich unterrichten möchte, dann sollte er immer wieder was tun, er sollte immer wieder Beispiele bringen. Und dementsprechend, wenn wir uns die Propheten anschauen, dann sehen wir, dass die Propheten, wenn sie gesprochen haben, meistens wie gesprochen haben, in Gleichnissen gesprochen haben. Ich habe einmal gehört, etwas sehr, sehr Interessantes von, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es gelesen habe oder gehört habe, wo gesagt wurde, wenn wir etwas über Jesus wissen, dann ist es eine Sache, dass er in Gleichnissen gesprochen hat. Wenn wir etwas über Jesus wissen, das sagte irgendwie ein Theologe, ein christlicher Theologe, dann ist das, dass er in Gleichnissen gesprochen hat. Warum? Weil ich brauche als Mensch Gleichnisse, damit ich verstehe, was eigentlich mit den Worten gemeint ist. Ich brauche Beispiele. Allein nur die Theorie reicht dem Menschen meistens nicht aus. Und dementsprechend habe ich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal warnen. Wirklich ganz deutlich warnen vor denjenigen, welche versuchen, die Rolle der Sunna zu geringschätzen. Mir ist es bewusst, dass es in der Sunna auch Überlieferungen gibt, die nicht authentisch sind. Und das wussten die Gelehrten schon immer. Das ist nichts Neues. Aber einfach so, leichtfertig, Überlieferungen abzulehnen, weil sie aus meiner Sicht dem Verstand widersprechen. Obwohl die muslimischen Gelehrten gesagt haben, sie sind eindeutig authentisch von der Überlieferungskette her. Ist ein gefährlicher Weg. Warum? Weil das öffnet nämlich die Tür dazu, dass ich im Grunde genommen die gesamte Sunna in Frage stellen kann. Weil wenn ich auch eindeutig authentische Überlieferungen, die Bukhari und Muslim überliefert haben, einfach so über Bord werfen kann, ohne Grund, weil ich sage, sie versprechen aus meiner Sicht dem Verstand, weil ich es einfach so machen kann und mir es so leicht mache, da hat im Grunde genommen jeder Mensch das Recht zu sagen, diese Überlieferung gefällt mir nicht, ich werfe sie einfach über Bord. Das geht so nicht. Das ist kein Spiel. Es ist nicht irgendwie ein Markt, wo ich mir aussuchen kann, ja, das gefällt mir nicht. Das ist Religion. Das ist Religion. Und ich muss einfach verstehen, dass die Menschen im 7. Jahrhundert anders gelebt haben als in unserer heutigen Zeit. Es ist einfach so. Und wenn ich das nicht verstehe, dann verstehe ich Religion nicht. Ich muss einfach verstehen, dass es andere Umstände gab. Und wenn ich das nicht verstanden habe, dann werde ich auch nicht die Sira meines Propheten, sondern auch eigentlich hier aus einem verstehen. Und ich werde auch den Koran nicht verstehen. Und dementsprechend nehmt euch in Acht, weil diese Stimmen werden immer lauter. Und sie werden auch immer verführerischer für die Menschen, gerade für die Jugendlichen, die hier in dieser Gesellschaft aufwachsen. Warum? Weil es ist einfach zu sagen, ja, also diese Überlieferung, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, weiß ich nicht, keine Ahnung, das oder jenes getan hat, das geht nicht in meinen Kopf rein, ja, und ich mache es mir einfach und sage, er hat sich getan, das ist gar nicht authentisch. Ich glaube daran nicht. So einfach ist das nicht. Sondern ich muss mich ernsthaft mit der Thematik auseinandersetzen. Und dementsprechend, ich sage euch ganz offen, ja, der richtige Weg ist, wenn ich eine Überlieferung, die nach den Gelehrten, nach den Kriterien der Hadith-Gelehrten, das heißt, jener Gelehrten, welche sich auf diesen Bereich spezialisiert haben, ganz wichtig, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben, wenn nach ihren Kriterien eine Überlieferung,
die höchste Stufe der Authentizität erlangt hat, dann kann ich nicht einfach sagen, das gefällt mir nicht, sondern was mache ich dann, wenn ich einen Hadith nicht verstehe? Ich sage erst einmal, ich habe ihn nicht verstanden und ich lasse es erstmal so stehen, wie es ist. Vielleicht wird irgendwann einmal mir Allah Ta'ala dieses Verständnis geben oder Allah Ta'ala jemandem das Verständnis geben. Und dementsprechend, es gibt beispielsweise einige, die sagen, ja, der Hadith Abi wa Abuka fin nar, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, mein Vater und dein Vater sind in der Hölle. Das ist ein Hadith, den wir bei Bukhari finden. Ja? Wo ein Mann den Propheten fragt, ja, wo ist mein Vater? Und dann sagt er, mein Vater, dein Vater sind in der Hölle. Manche sagen, wie kann das sein? Der Vater des Propheten zu Hause, was ist seine Sünde gewesen? Was ist sein Fehler gewesen? Er hat doch gar nichts getan, dass er in der Hölle ist. Der Koran sagt doch, dass diese Leute zu Ahlul Fatra gehören, die nicht sozusagen, die zu denen kein Prophet gekommen ist. Und weshalb sollte er in der Hölle sein? Und sagen, der Hadith, der kann nicht authentisch sein. So einfach ist das nicht. Und dementsprechend, es gibt Gelehrte, die sich darüber Gedanken gemacht haben und die dann auch eine plausible Erklärung gefunden haben. Welche plausible Erklärung gibt es denn dafür? Dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, mein Vater und dein Vater sind in der Hölle. Es gibt da eine sehr, sehr gute Erläuterung von Imam Suyuti, der darüber eine kleine Abhandlung geschrieben hat. Und der gesagt hat, im Arabischen bedeutet Ab nicht unbedingt der leibliche Vater. Sondern häufig wird für leiblicher Vater, wie wir gleich in dieser Sura noch sehen werden, Walid genannt, sozusagen. Walid ist der leibliche Vater. Aber für den Vater, der dich erzogen hat und großgezogen hat, obwohl er nicht dein leiblicher Vater ist, wird häufig auch das Wort Ab benutzt. Und deswegen sagt Allah Ta'ala in Surat Al-An'am, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ. Und jetzt ist interessant, warum Allah Ta'ala den Namen von seinem Vater nennt, Azar. Und eins sagte Ibrahim zu seinem Vater, Azar. Warum erwähnt Allah Ta'ala den Vater von Ibrahim a.s.? Das ist doch völlig unwichtig. Er erwähnt sonst nie irgendwelche Namen. Warum gerade an dieser Stelle den Namen von Ibrahims Vater? Aber nicht dein richtiger. Genau, es ist der Onkel. Es ist wahrscheinlich der Onkel, wie es auch aus den, sozusagen, aus dem Alten Testament hervorgeht. Das heißt aber derjenige, der ihn großgezogen hat. Und da sehen wir das wahrscheinlich mit Abi wa Abuka fi nar, wer gemeint ist Abu Talib, wo es ja authentische Überlieferungen gibt, dass er in der Hölle ist. Möge Allah Ta'ala uns vor der Hölle bewahren, ja Rabbil Alamin. Ja? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es ist nicht so einfach. Oder das Thema mit Aisha radiallahu anha, ja, wie es sein konnte, dass der Prophet sozusagen mit 9 Jahren mit ihr geheiratet hat und mit 6 Jahren den Ehevertrag geschlossen hat. Solche Themen ist aus meiner Sicht, es machen sich viele zu leicht, indem sie sagen, wir müssen diesen Hadith über Bord werfen. Sondern wir müssen immer verstehen, Gesellschaften unterscheiden sich. Und eine Gesellschaft vor 1400 Jahren kann nicht verglichen werden mit unserer heutigen modernen Gesellschaft. Das geht einfach nicht. Und selbst in unserer heutigen Zeit gibt es unterschiedliche Gesellschaften. Es gibt heutzutage immer noch Stammesgesellschaften. Ja, es gibt sogar noch Urvölker, die keinen Kontakt zur Zivilisation haben. Und das muss berücksichtigt werden. Der Koran ist nicht nur für unsere moderne Welt offenbart worden. Der Koran ist für alle Zeiten offenbart worden. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist nicht nur ein Vorbild für uns heute, sondern er ist ein Vorbild für alle Zeiten und dementsprechend das, was heute für uns normal ist, ist vielleicht morgen schon wieder anormal. Und das, was heute für uns normal ist, war gestern anormal gewesen. Und das wissen wir. Werte ändern sich. Wir haben jetzt einen Exkurs gemacht, aber der ist wichtig und ich möchte, dass wir das wirklich verinnerlichen. Weil heutzutage, wie gesagt, es wird immer wieder kommen neue Leute hervor und die machen das den Jugendlichen standhaft, schmackhaft und viele, die nicht vertieftes Wissen haben, was die Hadith-Wissenschaft betrifft, die sagen, das hört sich doch ganz plausibel an. Ist aber nicht plausibel. Es hat einen Grund, warum viele muslimische Gelehrte oder die meisten muslimischen Gelehrten so strikt an diesen Hadith-Werken festhalten wie Bukhari und Muslim. Weil sie nämlich ganz genau wissen, wenn erst einmal das Tor geöffnet wird, dann kannst du es nicht mehr schließen. Und jetzt geht Allah subhanahu wa ta'ala weiter. Also, er spricht über Mekka, er schwört bei Mekka, dann dieser Zwischensatz. Und du befindest dich an diesem Ort. Manche Gelehrte haben gesagt, mit Hil ist nicht gemeint, dass du dich an diesem Ort befindest, sondern damit ist gemeint, dass die Mekkaner dich für vogelfrei erklärt haben.
und dich töten wollten, obwohl es sich um einen Ort handelt, wo niemand getötet werden darf. Und das wussten sie, weil sie waren die Hüter dieser Ortschaft gewesen. Oder eine dritte Meinung, das ist die unwahrscheinlichste Meinung, besagt, dass mit Hil gemeint ist, dass Allah Ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam bei der Eroberung von Mekka einmalig erlaubt hat, gegen Mekka zu kämpfen. Sa'atan min nahar, einmalig erlaubt hat. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Warum? Weil es sich hierbei um eine mekkanische Sura handelt, während die Eroberung von Mekka wo gewesen war, in welcher Phase? In der medinensischen Phase. Und jetzt kommt ein weiterer Schwur, ein sehr interessanter Schwur. Wa walidin wa ma walad. Wir haben also zwei Schwüre. La uqsimu bi hadha al-balad. Und dann nochmal. Wa walidin wa ma walad. Und bei einem jeden Erzeuger, und hier walid, Erzeuger, also sozusagen leiblicher Vater, und dem, was erzeugt. Was ist jetzt damit gemeint? Warum schwört Allah Ta'ala jetzt bitte schön bei einem jeden Erzeuger und das und dem, was er erzeugt? Erst einmal, warum denn bitte schön, was er erzeugt? Normalerweise müsste es doch heißen, wa walidin wa man walad. Weil im Arabischen ist es so, man ist nur für al-aqil. Für jemanden, der Verstand hat. Ma im Arabischen ist für Dinge, die, also sozusagen für Menschen und für sozusagen Dinge, die keinen Verstand haben. Also Tiere und Gegenstände. Warum benutzt Allah Ta'ala hier das Ma anstelle des Men? Also sozusagen, warum sagt nicht Allah Ta'ala und bei einem jeden Erzeuger und wen er erzeugt? Und wen erzeugt? Sondern sagt, und was er erzeugt? Die Gelehrten sagen, Allah Ta'ala, er möchte hier aufzeigen, dass das, was gezeugt wird, etwas Besonderes ist. Wer ist denn damit gemeint? Was würdet ihr sagen? Habt ihr da vielleicht eine Idee? Das könnte das vielleicht im Kontext stehen mit dem ersten Schwur? Die Gelehrten sagen, und es gibt verschiedene Aussagen, Meinungen, manche sagen, es ist Adam und seine Nachkommenschaft. Und deswegen dieses Ma, weil es eine große Nachkommenschaft ist. Und manche sagen, ich tendiere eher dazu, und es kann auch sein, dass alles damit gemeint ist, dass damit gemeint ist Ibrahim alayhi salam und seine Nachkommenschaft. Weil nämlich unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam ebenfalls zur Nachkommenschaft von Ibrahim alayhi salam zählt. Also Ibrahim, Ismail und dann Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Warum? Weil in dieser Sura geht es um was? Es geht hier um die Offenbarung. Und Allah Ta'ala, er zeigt hier auf, ja, wie die Offenbarung von Generation zu Generation dann überliefert wurde und offenbart wurde und weitergetragen wurde. Sodass sozusagen es keine Unterbrechung in der Offenbarung gibt. Und dass sich das, was Ibrahim a.s. offenbart wurde, nicht unterscheidet von dem, was unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam offenbart wurde. Und dass die Kaaba im Grunde genommen für diese Dauerhaftigkeit dann auch zeugt. Und deswegen schwört Allah Ta'ala. Bei was? Allah Ta'ala, er schwört bei dieser Ortschaft. Weil sie auf diese Kontinuität hindeutet. Darauf hindeutet, dass sich die Botschaft Allahs in ihren Grundzügen nicht ändert. Und dementsprechend, wenn wir heute die Hajj machen, was machen wir? Wir machen im Grunde genommen genau das, was Ibrahim a.s. getan hat. Wir übernehmen die Riten von Ibrahim und seiner Familie. Hajar a.s., Ismail a.s., alles, was sie getan haben, das machen wir heute bei der Hajj. Um noch einmal zu bestätigen, wir Muslime befolgen im Grunde genommen das, womit Abraham a.s. gekommen ist. Das ist die Botschaft Ibrahims, auf die sich sowohl die Juden als auch die Christen beziehen. Aber wir Muslime sagen, wir haben diese Kontinuität. Die Kaaba, sie zeigt davon, dass wir diese Kontinuität haben. Und daran halten wir fest, an diesem reinen Ein-Gott-Glauben. Und jetzt, nach diesen beiden Schwüren, und nachdem Allah Ta'ala über die Offenbarung spricht und die Kontinuität der Offenbarung und dass Allah Ta'ala Offenbarungen geschickt hat, um den Menschen die Augen zu öffnen, sagt jetzt Allah Ta'ala, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ. Wir haben den Menschen ja zu einem Leben in Mühsal erschaffen. Das ist der sogenannte Jawab al-Qasam. Das heißt ein Jawab al-Qasam, die Antwort des Schwurs. Also wir haben den Schwur und dann haben wir das, worauf geschworen wird. Allah Ta'ala, er schwört jetzt auf was? Er schwört jetzt darauf, dass der Mensch in Mühsal erschaffen wurde. Warum schwört Allah Ta'ala darauf? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Allah Ta'ala, er möchte uns aufzeigen, dass der Mensch, egal welchen Weg er geht,
dass er im Grunde genommen sich immer in diesem Mühsal, in dieser Anstrengung befindet. So ist das Leben beschaffen. Das Leben ist nicht dazu da, damit ich mich in ihm ausruhe für die Ewigkeit. Ich werde niemals absolute Glückseligkeit im diesseitigen Leben erlangen können. Das ist unmöglich. Sondern absolute Glückseligkeit erlange ich wo? Wie es Allah Ta'ala am Ende dieser Sura aufzeigt. Absolute Glückseligkeit erlange ich dann im Paradies, weil ich zu den sogenannten Ashab al-Maymana gehöre. Zu den Leuten der Rechten. Aber wenn ich zu den Ashab al-Mash'ala gehöre, wie Allah Ta'ala jetzt berichten wird, dann werde ich ein bisschen in dieser Welt genossen haben, aber ich werde dann die Konsequenzen im Jenseits tragen müssen. Diese Dunya ist nicht dazu da, meine lieben Geschwister, dass wir uns in ihr ausruhen. Wir haben auch Freude, Alhamdulillah. Das geht nicht darum, dass wir gar keine Freude haben. Nein. Allah möchte nur zeigen, diese Anstrengung gehört zum Leben. Es ist ein Teil des Lebens. Und egal welchen Weg du gehst, ob du den Weg des Guten gehst oder ob du den Weg des Schlechten gehst, es ist immer verbunden mit Anstrengung. Manche glauben, wenn sie den Weg des Schlechten gehen, dass der nicht verbunden ist mit Anstrengung und mit Mühsal, der kann sogar noch anstrengender sein. Wenn ich nur nach Vermögen strebe, ist ein anstrengender Weg. Ja, ich bin 24 Stunden beschäftigt. Ich habe immer Angst um mein Geld, um mein Vermögen, dass es verloren gehen könnte. Ist das nicht Mühsal? Ist das nicht anstrengend? Ist alles anstrengend. Und der andere Weg, wenn ich hingehe, den Weg von Allah Ta'ala, ist ebenfalls ein anstrengender Weg. Also am Ende gehen alle Menschen einen anstrengenden Weg. Und Allah Ta'ala ernennt diese beiden anstrengenden Wege Hochebenen. Najd. Ein Najd ist eine Hochebene, wie wir gleich sehen werden, inshallah. So, als würde ich auf einen Berg steigen. Ich muss sozusagen, egal welchen Weg ich gehe, ich muss immer auf einen Berg steigen. Dieses Leben besteht aus Bergen, aus Hürden. Und am Ende ist der Kluge derjenige, der sagt, ich gehe gleich den richtigen Weg. Weil ich nämlich bei diesem richtigen Weg mich auch anstrengen werde wie bei dem anderen Weg. Nur, dass ich am Ende dann zu meinem Ziel gelangen werde und die absolute Glückseligkeit erlangen werde. Während ich bei dem anderen Weg am Ende dann in ein tiefes Loch hinunterfallen werde. Das ist der Unterschied. Und deswegen, meine lieben Geschwister, wallahi, der Weg der Ta'a, der Weg des Gehorsams gegenüber Allah, ist der schönste Weg überhaupt. Lasst euch niemals vom Shaitan einreden, ihr werdet glücklich sein oder glücklicher sein, wenn ihr den anderen Weg geht. Glaubt ja nicht, dass die anderen Menschen, ja, die nicht beten, die, weiß ich nicht, Alkohol trinken, Freunde haben, keine Ahnung, ihr Leben einfach so vor sich herleben, dass diese Leute glücklicher sind als ihr, weil ihr den anderen Weg geht und darauf verzichtet. Nein, bei Allah. Die sind nicht glücklicher. Das sind beides anstrengende Wege. Aber am Ende ist derjenige wirklich glücklich, der den Weg Allah subhanahu wa ta'ala geht. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ. Und jetzt, Allah ta'ala spricht den Menschen an, der glaubt, er könnte sich gegen Allah stellen. أَيَحْسَبُ أَلَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدْ. Meint er etwa, der Mensch, also jeder Mensch, egal ob Muslim oder nicht Muslim, dass überhaupt niemand Macht über ihn hat? Dass er nicht für das, was er tut, zur Rechenschaft gezogen wird? Er sagt, ich habe Besitz in Mengen erleckt, verbraucht, hier verbraucht, eigentlich vernichtet. Ja? Ich habe Geld gehabt und ich habe damit gemacht, was ich möchte. Keiner kann mir sagen, was ich damit tun soll. Lubada ist viel. Ja, von, auch in einer anderen Sura, in Sura Jinn, haben wir Libada. Kadu yakununa alayhi Libada. Also, als würden sie sozusagen übereinander sein. Ich habe so viel Geld ausgegeben, ja, wie ich wollte. Keiner kann mir vorschreiben, was ich mit meinem Vermögen mache. Ich tue damit, was ich möchte. Yaqulu ahlaktu mala Lubada. Ayahsabu allam yarahu ahad. Meint er etwa, dass niemand ihn gesehen hat? Also im Endeffekt, Allah Ta'ala, er will jetzt die Menschen, nachdem er bei den Offenbarungen geschworen hat, darauf aufmerksam machen, oh Mensch, du wirst für deine Taten zur Rechenschaft gezogen, egal was du getan hast. Und Allah Ta'ala, er hat alles gesehen. Und guck mal, was jetzt kommt. Alam naj'al lahu aynayn. Guck mal, wie Allah Ta'ala uns jetzt darauf hinweist, eigentlich ganz logisch hinweist, dass der Mensch, der nicht glaubt, dass Allah ihn sieht, eigentlich ein dummer Mensch sein muss.
يقول أهلكت مال أيحسب أن لم يره أحد und jetzt ألم نجعل له عينين. Haben wir ihm nicht zwei Augen gemacht? Guck mal, ich als Mensch, ich habe zwei Augen, mit denen ich sehen kann. Meine ich dann, dass Allah, der mich erschaffen hat, mich nicht sieht? Wenn ich sehen kann als einfacher Mensch, soll mich dann Allah nicht sehen? Allah sieht dich. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird dich zur Rechenschaft ziehen für das, was du getan hast. Jeden einzelnen von uns. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ Eine Zunge und zwei Lippen. Warum erwähnt das Allah ta'ala jetzt hier? Warum gerade die Augen und warum die Zunge und die zwei Lippen? Habt ihr darüber Gedanken gemacht? Was würdet ihr sagen? Warum erwähnt Allah ta'ala hier gerade die Augen und die Zunge und die Lippen? Was ist der Grund? Warum gerade in diesem Kontext? Das ist sehr merkwürdig. Ja. Wenn man damit was Gutes und was Schlimmes machen kann, okay. Habt ihr vielleicht eine andere Überlegung? Ja, wenn man sich den Kontext der Sura anschaut. Auf einer Seite ist das eine besonders große Gabe, die er uns gegeben hat. Und Allah sagt, genau im Vers davor, er sagt, wenn ihr selber sehen könnt, denkt ihr Allah, der euch geschaffen hat und euch die Augen gegeben hat, kann euch nicht sehen. Ja, das ist das, was wir gerade erwähnt haben, richtig, aber gibt es noch einen anderen Kontext, also der mir sehr, sehr wichtig ist. Warum gerade Zunge und zwei Lippen? Das ist ja ganz wichtig. Warum Zunge und zwei Lippen? Muss ja einen Grund haben. Allah subhanahu wa ta'ala, also Allah, ich habe das auch in einem Tafsir gelesen, aber ich fand das ganz überzeugend eigentlich und mir ist es auch in den Sinn gekommen. Und zwar, wir haben ja am Anfang haben wir den Schwur bei der Offenbarung auf der einen Seite. Und dann schwört Allah subhanahu wa ta'ala bei zwei Dingen. Also eigentlich bei drei Dingen, aber es sind eigentlich zwei. Einmal bei den Augen, mit denen ich die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala lesen kann, in denen ich die Zeichen Allahs in seinem Universum erkennen kann. Ja? Und dann hat mir Allah ta'ala noch die Zunge und zwei Lippen gegeben. Hätte ich nur eine Zunge, ohne Lippen könnte ich nicht wirklich sprechen. Also Allah ta'ala erschwörte, hätte ich nur Lippen ohne Zunge, könnte ich auch nicht sprechen. Also Allah subhanahu wa ta'ala erschwört jetzt bei was? Er schwört jetzt im Grunde genommen bei der Möglichkeit, Sprache zu erzeugen. Und wozu ist diese Sprache da? Diese Sprache ist da, um Wissen weiterzugeben, zu tradieren. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das tradierte Wissen, und auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, uns im Universum umzuschauen und alles zu betrachten, um somit zur Erkenntnis zu gelangen. Also Allah subhanahu wa ta'ala erschwört hier im Grunde genommen bei den Möglichkeiten, Wissen zu erwerben und Wissen weiterzugeben. Sodass der Mensch im Grunde genommen worauf hingewiesen werden soll, hier an dieser Stelle? Oh Mensch, wir haben dir doch die Möglichkeit gegeben, nachzudenken. Wir haben dir doch die Möglichkeit gegeben, zu reflektieren. Dann mach dir doch Gedanken darüber. Es ist doch so einfach. Leb nicht einfach so vor dich her, sondern mach dir Gedanken, benutze deinen Verstand, wofür Allah Ta'ala dir einen Verstand gegeben hat. Allah hat dir extra dazu noch Offenbarung gegeben, damit du es besser einordnen kannst. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ Haben wir ihm nicht zwei Augen gegeben? وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ Eine Zunge und zwei Lippen. Benutze diese Instrumente und diese Werkzeuge, die dir Allah zur Verfügung gestellt hat, für das Richtige und nicht für das Falsche. Und jetzt guckt man, was Allah Ta'ala sagt. Nachdem er das gesagt hat, spricht Allah nämlich genau über diese Eingebung wieder von dem Guten und dem Schlechten. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Und ihn beide Hochebenen geleitet. Und wie gesagt, mit den Hochebenen sind der gute und der schlechte Weg gemeint. Und beides sind anstrengende Wege, nicht nur der gute Weg. Manche Gelehrte haben gesagt, dass Allah Ta'ala najdain, damit meint er sozusagen eigentlich, dass nur der gute Weg der anstrengende ist und er hat den schlechten Weg einfach dazu gepackt. Ich glaube, wallahu a'lam, ich habe das auch von Gelehrten gelesen, ja, dass beide Wege, wie wir es vorhin aufgezeigt haben, im Grunde genommen anstrengende Wege sind. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Was ist jetzt dieser gute Weg, den der Mensch gehen sollte? فَلَقَدْ تَحَمَ الْعَقَابَ Und, entschuldigt, ich bin hier verrutscht jetzt gerade,
Aber er ist nicht den steilen Passweg hinaufgestürmt. Guck mal, hinaufgestürmt. Iqtahama. Was heißt denn Iqtahama alayhi al-bab? Was bedeutet das auf Arabisch? Iqtahama. Ja, wie kann man Iqtahama gut übersetzen? Iqtahama ist nicht nur einfach sozusagen, dass ich eine Tür betrete oder einen Weg richtig eindringen, sozusagen einbrechen. Ja? Ja? Das ist Iqtahama. Ja? Iqtiham. Und Allah Ta'ala, er zeigt uns auf, es ist, kein leichter Weg. Ja, er hätte diesen engen Passweg geben müssen, diesen hochgelegenen, ja, der nicht einfach ist. Und was lässt dich wissen, was der steile Passweg ist? Und jetzt kommt die Definition, das, was Allah Ta'ala von uns Menschen eigentlich möchte, es ist die Freilassung eines Sklaven. Yassalam. Yassalam, in der mekkanischen Zeit spricht Allah Ta'ala über die Freilassung von Sklaven. Um uns auf etwas ganz Wichtiges aufmerksam zu machen. Nämlich, im Grunde genommen sind alle Menschen frei. Und der Islam ist eigentlich dazu da, dass diese Freiheit des Menschen wiedererlangt wird. Und deswegen wundere ich mich immer wieder über einige Leute, die sagen, wir wollen wieder die Sklaverei. Ja, weil woher soll ich denn bitte schon da meine Jawadi haben? Ja, meine sozusagen Sklavinnen, ja, die ich dann bei mir haben kann. Ja. Manche wollen das wieder haben. Ja. Es gibt einige Leute, Brüder, die sagen, wir brauchen wieder Sklaverei. Das muss sein. Ja. Das ist ein Unsinn. Der Islam ist gekommen, um die Sklaven zu befreien und nicht um neue Sklaven einzuführen. Ich verstehe solche Leute nicht. Ja, die stören sich daran, dass es heutzutage keine Sklaven mehr gibt. In der mekkanischen Phase wurde schon klargestellt, dass die Sklaven befreit werden sollen. Und das ist das, was Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu getan hat. Er hat Sklaven befreit. Und hier wieder ein Appell an die Menschen. Allah hat es nicht gesagt, es darf keine Sklaven geben, sondern er hat an uns appelliert. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Menschen wieder frei werden. Das ist eure Aufgabe, wenn ihr den Islam richtig verstehen würdet. Wenn ihr den Islam richtig verstehen würdet. Fakku raqaba. Und deswegen eigentlich im Grunde genommen, alle Menschen sind freigeboren, ursprünglich. Weil als Adam a.s. erschaffen wurde, gab es irgendeinen Sklaven? Ist irgendwie ein Sklave mit ihm vom Himmel gefallen? Ist ein Sklave mit Adam vom Himmel gefallen, der sozusagen ihnen dienen sollte und wo gesagt wurde, Adam, du bist der freie Mensch und der Sklave sozusagen ist der unfreie Mensch? Nein! Also eigentlich ursprünglich ist jeder Mensch frei. Wir sind Sklaven entstanden durch Kriege und so weiter und so fort. Durch Raubzüge, ja? Das heißt zu Unrecht im Endeffekt. Und dementsprechend, ursprünglich ist jeder Mensch frei. Und Allah Ta'ala, er verlangt von uns Muslimen, dass wir machen, ja, dass wir uns darum kümmern, wenn wir diesen schwierigen Weg, den richtigen Weg gehen wollen. Oder zu speisen am Tag der Hungersnot. Also nicht nur einfach zu speisen, sondern Allah sagt, am Tag der Hungersnot. Da, wo andere Hunger leiden, bin ich bereit, von meinem Vermögen etwas abzugeben. So wie es Allah Ta'ala sehr, sehr schön beschrieben hat in Surat al-Insan. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Und sie speisen, ja, obwohl sie selbst darauf angewiesen sind. Und auf wen bezogen ist dieser Vers herabgesandt worden? Weiß es jemand? Auf wen bezogen ist dieser Vers in Surat al-Insan herabgesandt worden? Nein. Auf wen bezogen? وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Und sie speisen sozusagen, obwohl sie es selbst brauchen, dass die Speise, ja, Miskinen, einen Bedürftigen, Yatimen, einer Weisen, wa Asira und einem Gefangenen. Auf wen bezogen wurde das herabgesandt? Das war bezogen auf die Leute, die Sahabe, die verantwortlich waren, die Gefangenen vom Badr zu bewachen. Und sie hatten ganz wenig gehabt und haben das dann den Gefangenen gegeben. Und deswegen wa Asira. Ja, das ist unter anderem einer der Offenbarungsanlässe. Ich weiß nicht, ob es noch andere gibt, ja, aber das ist einer der Offenbarungsanlässe. Ja, ich gebe, obwohl ich selbst darauf angewiesen bin. Das ist der richtige Weg. So sollte ein Muslim sein. Yatiman za maqraba, eine Weise, die einem nahe ist. Au miskinan za matraba, oder einen Armen, der dem Boden nahe ist. Also, dass ich immer im Grunde genommen als Muslim für Bedürftige Menschen da bin und dass ich mich immer für die Belange der Menschen einsetze, für die Freiheit der Menschen einsetze. Im Grunde genommen brauchen wir Muslime Institutionen, welche sich dafür einsetzen und die sich darum kümmern. Das ist unsere Aufgabe, der wir leider als Muslime heutzutage nicht wirklich nachgekommen sind. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Wir sind gleich fertig, inshallah ta'ala. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
Und dass man hierauf zu denjenigen gehört, die glauben. Interessant ist, warum wurde denn bitteschön das eine, das Speisen und das Freilassen eines Sklaven vor dem Glauben erwähnt? Was würdet ihr sagen? Was könnte der Grund sein? Warum es vor dem Glauben erwähnt wurde? Sehr interessant. Er sagt, Fumma. Und dann gehörst du auch noch zu jenen, welche glauben. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns auf, dass im Grunde genommen derjenige, der glaubt, das unbedingt machen muss, das gehört zu deinem Glauben, das ist ein Teil deines Glaubens. Der Glaube, er muss dich dazu bringen. Und deswegen beschreibt Allah ta'ala hier die Gläubigen nicht damit, dass sie einfach nur Gutes tun, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt die Gläubigen, وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْ بِالْمَرْحَمَةِ, die Glauben einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen und einander die Barmherzigkeit eindringlich empfehlen, ja, die immer wieder zur Standhaftigkeit, zur Geduld auffordern und gleichzeitig auch zur Barmherzigkeit und zur gegenseitigen Güte auffordern. Das ist das, was einen Muslim ausmacht, der sich für die Gesellschaft einsetzt. Ulaika ashabul maymana. Das sind die Gefährten der rechten Seite. Und jetzt kommt, wie gesagt, die andere Seite und der Ausgang derjenigen, die den anderen Weg gehen. Walladhina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'ama. Diejenigen aber, die unsere Zeichen verleugnen, sie sind die Gefährten der unglückseligen Seite. Alayhim narun mu'sada. Über ihnen liegt ein sie einschließendes Feuer. Also am Ende, beide sind einen anstrengenden Weg gegangen und der eine, der Mu'min, er ist am Ende der Gewinner und derjenige, der verleugnet hat, obwohl er auch ein anstrengendes Leben hatte, ist am Ende der Verlierer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Gewinnern gehören lassen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen gehören lassen, welche den guten Weg beschreiten und welche diesen engen diesen steilen Passweg beschreiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns für die Belange der Menschen einsetzen lassen und uns immer für die Bedürftigen einsetzen lassen, für die Weisen einsetzen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen gehören lassen, welche geduldig sind und welche sich gegenseitig eindringlich zur Barmherzigkeit ermahnen. Amin ya Rabbil Alamin. Ich danke euch, meine lieben Geschwister, für eure Aufmerksamkeit.